Und damit moin moin und servus, meine Buben und Stuten. Und damit auch sicherlich wir sind wieder hier in Fortnite auf der Switch. Und heute am heiligen Montag geht es rein in den Itemshop. Lange ist es her so, dass ich ein Itemshop-Video explizit gemacht habe. Es kam länger keins mehr. Sorry für Faulheit, keine Ahnung, vielleicht auch manchmal gar keinen Bock gehabt, so ein Itemshop-Video zu machen, weil ich mir dachte, ja, ich weiß halt nicht, ne? Ich hatte so eine Phase, wo ich bedachte, nee, komm, jetzt nicht. Jetzt aber wieder. Wir sind wieder da. Guten Morgen. Gummo, gummo, gummo. Gucken heute rein, was uns hier erwartet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte. Vielen Dank für Unterstützung und abonnieren Sie gerne rein für die Kicks. Ich werde auch gleich noch was zu Epic Games sagen. Und zum nächsten Update, wann es uns erwarten könnte. Dies, das. Jetzt aber zuerst mal der Shop. Das, verderbtes Legendenpaket. Ja, es ist wieder da. Ja. Und schlagen sie natürlich sehr, sehr gerne zu. Ja. Sofern sie die V-Bucks oder die Euros überhaben sollten. Und sich denken, ja, das kann ich in Fortnite buttern. Ja. Wir machen den weiteren Gang durch den Shop hier mit Venturion. Dieser andere Superheld wahrscheinlich mit seinem Umhang noch dabei. Ventura, es muss dann natürlich immer eine weibliche Version geben. Natürlich, klar, hier auch noch der Umhang und die Aerodynamik oder wie es damals bei uns in der Schule hieß, die Alkodynamik. Wir gehen dann rein in den Triumph, ja, hier ein sehr ehriger Gleiter. Also alles auf Venturion und Ventura angelehnt. An die Superhelden. Und da haben wir natürlich noch die Sternbucht, die haut einen komplett um. Und ja, Haze, der Ehrenskin, auch wieder am Start. Ja, moinsen. Ja, Gummo, Gummo und Furchenflügel. Wir gehen dann direkt mal weiter hier zu dem Gewitter. natürlich das Gewitter, das im Kopf stattfindet. Grüße gehen raus. Und hier natürlich noch der Blitzumhang. Ja, kommen Sie doch heran. Der Blitz ist auch wieder da. Die kleine Schwester natürlich von Gewitter. Und der Sturmblitz, aka das andere Sturmfeuerzeug. Mois! Das Sturmauge macht wieder mal komplett Auge. Und zwar auf meinen Creator-Code. Es ist sehr turbulent. Das kann ich Ihnen sehr, sehr genau sagen. Also kommen Sie doch sicherlich heran. Random Kai HD. Jetzt hier im Itemshop eintragen. Wieso machen Sie nicht? Wieso gönnen Sie nicht Hack? Vielen Dank an alle, die Hack gönnen. Mich alle 14 Tage eintragen und unterstützen. Und ja, es schmeckt. Vielen, vielen Dank. Auch bei anderen Epic Games Spielen, wie zum Beispiel Rocket League. Haben Sie schon überlegt, mich im Rocket League Item Shop einzutragen, meine Freunde? Ich habe noch gar nicht in die Stats reingeguckt von Rocket League. Das dürfte jetzt auch bei diesem Supported Creator Programm drin sein, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Aber mich würde mal wirklich interessieren, wie viele mich in Rocket League schon eingetragen haben. Und von daher, ja, Empfehlung geht raus. Ich guck mir das später mal an. Und guck mal, wie viele da reingehauen haben. So, wir hauen aber hier weiter hinein mit Magnus. Das ist diesen 5 Überbleibsel mit der Ice Season. Ja. Was heißt Ice Season, aber mit diesem Wikinger? Diese Wikinger Season, sagen wir so. Der beständige Umhang. Der schützt auf jeden Fall vor's Eis, Eis. Ja. Und damit kommen wir zu Tachita. Aka Tachita Wur, das sage ich jetzt besser nicht. Also, ja, ich wollte also auf Conchita Wurst angespielt, ja. Ja, ne? Sehr lustig, aber nee, Takita heißt sie, glaube ich, sogar. Der Taco und er schmeckt. Wir gehen dann zum Goldgräber. Ich wollte erstmal Goldschläger lesen. Hätte auch gepasst, aber er ist der Goldgräber, meine Freunde. Er ist zwar nicht Iced Out, aber hat trotzdem einige Karat. Und natürlich ganz klar hier nochmal das Blade-Paket am Start mit allen möglichen Cosmetics und dann nochmal hier einzeln. Ne? Das war Bescheid wissen. So, wir kommen jetzt noch ganz kurz zu Epic Games. Denn ja, meine Freunde, ich glaube, die nächste Version von Fortnite 14.3 müsste das sein. Wir sind ja gerade bei 14.2. Schlag mich tot. Und das nächste Update ist ja schon auf den Staging-Servern. Und
Ja, auch wenn das jetzt kein Beweis dafür ist, dass es eben eine Update-Garantie gibt für diese Woche. Das ist mir bewusst, dass es keine Garantie ist. Und es ist ja auch keine Garantie, denn Epic Games hat sich für diese Woche Urlaub genommen. Ja, ne? Nach den ganzen Bug Night 64 Kicks, wie der Ghostbug zum Beispiel, ja, da muss die auch komplett los, glaube ich. Sie guckt, glaube ich, ein bisschen sehr, ja, sehr kritisch. Und weiteren Bugs, ja, dachte sich Epic, was heißt, es muss ja nicht nur nach diesen Bugs sein. Es geht ja auch nicht nur um die Bugs, es geht um den Content. Und es geht um die Story und um alles Weitere, auf das wir halt warten. Und es gibt halt von Seiten Epic Games da irgendwie keine Reaktion. Yo, ihr schreibt Dead Game. Geil. Wir gehen in Urlaub für eine Woche. Update nächste Woche. Und so soll es sein, ja. Also Epic Games ist in Urlaub gegangen. Nimmt sich jetzt eine Woche Auszeit. Einige hatten auf Twitter auch schon wirklich so gesagt, von wegen, ja, habt ihr euch auch wirklich redlich verdient, Jungs? So, ihr habt ja auch die ganze Zeit gearbeitet und so an den Updates, dass da sehr viel Content kommt und so. Ihr habt euch ja um sehr viel Content gekümmert, Epic Games. Da ist diese Woche Urlaub auf jeden Fall sehr, sehr verständlich so. Ne? Und ich kann das irgendwo verstehen, sagen wir mal so, ne? F, wer das auch fühlt. Also, ich denke mir auch so, ja, Epic Games. Ist, also, ich gönne euch den Urlaub, aber ne? Jetzt sagt bitte nicht, dass das wirklich so ist, von wegen, yo, wir haben sehr hart geschuftet. Weil mir kommt es nicht so rüber, als wäre diese jetzige Season ein großer Aufwand für Epic Games gewesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber auch wirklich nicht. Das ist nur mein Eindruck. Ich habe so den Eindruck, dass Epic da irgendwie, ja, vielleicht momentan ein bisschen Abstand nehmen möchte von diesem ganzen Hate und so. Vielleicht deswegen nehmen sie sich eine Auszeit. Ist nur eine Interpretation meinerseits, aber ich denke, die geben eh kaum bis keine Fix auf irgendwelche Hate-Kommentare unter ihren Tweets. Die überlesen das wahrscheinlich so, oder? Die stummen das. Ne? Wenn da so 10 Accounts Dead Game schreiben, ich weiß jetzt nicht, ob die sich dadurch irgendwie angegriffen fühlen oder so. Ich würde eher sagen, das ignorieren die. Na, vielleicht nehmen sie aber trotzdem wirklich Abstand für eine Woche erstmal und tanken vielleicht neue Energie. Und das wünscht man den Jungs auf jeden Fall. Also lange Rede, kurzer Sinn. Alles Gute, Epic Games. Kommt hier stärker zurück und erholen sie sich gut. Und dann erwarten wir aber wirklich Content hier. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen noch gefallen hat, lassen Sie einen Daumen da oben da. Und ja, abonnieren Sie gerne rein für die Kicks. Das Update also wirklich das große nächste Update erst nächste Woche. Ehre. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.